Heute der Smooth Cue von Sijun. Ein Smartphone-Gimbal der günstigen Preisklasse. Und trotzdem ist soweit alles dabei. Ein kleines Putztuch für die Linse. Eine Anleitung in Englisch. Trageschlaufe für das Case und ein Micro-USB-Kabel. Der Gimbal kommt in einer echt super gepolsterten Tragetasche. Sehr soft und stabil, sodass beim Transport einiges an Schlägen weggesteckt wird. Der Gimbal selbst trägt ein paar Produkthinweise und verfügt über zwei Einstellschrauben. Die Smartphone-Aufnahme ist in den drei Klemmseiten und an der Rückseite gut gepolstert. Die Klemme öffnet sich in beide Richtungen. Am Griff ist einmal der Micro-USB-Ladeeingang, ein sehr weicher Joystick, ein Hoch-Runter-Schalter, ein Aus- bzw. Aufnahmetaster und ein Modus-Wahltaster. Unten ist ein Stativgewinde, um den Gimbal auf Zubehör zu montieren. Und ein USB-Stromausgang, falls dem Handy mal der Saft ausgeht. Die Aufgabe des Gimbal ist es, das Bild zu stabilisieren und Wackler in drei Achsen zu eliminieren. Dazu gibt es einen vollen Fixmodus, wo der Gimbal immer in eine Richtung schaut. In diesem Modus kann man über den Joystick die Kamerarichtung einstellen. In den anderen beiden Modi gibt es in den verschiedenen Achsen ein Smooth Follow, entweder nur in der horizontalen oder in allen Richtungen. Damit kann man super um Objekte herumfahren und eine gleichmäßige Bewegung hinbekommen. Im Einsatz hier mit dem Doogee Mix sieht das Ganze dann so aus. Erst Handy einklemmen und an den Rand schieben. Mit Hilfe der hinteren Schrauben den Arm so verlängern, dass das Handy von alleine in Waage bleibt. Ist das getan, die Schraube wieder anziehen. Nun das Umklappen des Handys ausbalancieren. Dazu das Smartphone in der Vorrichtung einfach hin und her schieben. Das Ganze hat man recht schnell raus und es hilft den Motoren die Arbeit abzunehmen. Danach einschalten und das Handy richtet sich aus. Nun ein paar Testaufnahmen. Klar zu sehen, dass der Gimbal viel Verdrehen und Wackeln aufnimmt. Trotzdem kann er nur die drei Achsen ausgleichen. Ein gesamtes Hoch und Runter des ganzen Gimbals und Smartphones kann er natürlich nichts entgegensetzen. Wer denkt, ein Gimbal macht schöne Aufnahmen, fehlt dann aber. Es bedarf viel Übung, bis die Kamerafahrten dann toll aussehen. Beim Einpacken ist darauf zu achten, dass der eine Arm ja verlängert wurde. Der muss wieder reingeschoben werden, damit er in die Tasche geht. Alles in allem ist der Smooth Cue insgesamt mit seiner App und seinem 360-Grad-Feature zu dem Preis unschlagbar.